Business Club und dem DG-Treff und ich gratuliere den Gästen zur Sieg, aber auch zu 80 Jahren Eishockey in Krefeld und es wird dann auch da Titel, Tränen und Triumphe und die Krefeld Pinguine sind ein Gast, den man gerne in der Halle hat. Hier gibt es heute Mannheim unter die Straubing 0:2, Ingolstadt verliert gegen München 3:5, Köln besiegt Berlin 4:1, Schwenning unter die Wolfsburg 3:4, Augsburg unter die Nürnberg 2:3, Iserlohn unter die Bremerhaven 2:3 nach Verlängerung und hier Düsseldorf gegen Krefeld 2:4. Zu meiner Rechten Franz Fritzmeier, zu meiner Linken Christoph Kreuzer, der Gästetreff. Ja, erstmal guten Abend und wir sind natürlich ein Stück weit erleichtert, dass wir es heute endlich mal geschafft haben, 3 Punkte einzufahren nach einer gewissen Zeit. Ich muss sagen, wir hatten uns vorgenommen, dass wir von Anfang an geduldig spielen, aber nichtsdestotrotz aggressiv und auch vor allem nicht abwarten, sondern schon von unserer Seite aus das Spiel machen wollten. Und denke ich, ist uns ganz gut gelungen. Es war dennoch über weite Phasen ein enges Spiel, auch wenn wir sehr viele Chancen hatten heute wieder, die wir teilweise nicht genutzt haben. Aber unterm Strich, denke ich, haben die Zuschauer ein gutes Spiel gesehen und ich denke auch, dass wir verdient gewonnen haben. Danke. Vielen Dank, Christoph Steinstein. Ja, gratuliere Krefeld zum Sieg. Ich denke, wir haben heute waren absolut die cleverere Mannschaft heute und das haben gut gespielt. Wir wollten viel zu viel auf einmal. Und dann hinterher noch mit der Brechstange das zu versuchen, ist eigentlich der verkehrte Weg, aber es ist natürlich immer in solchen Situationen sehr schwierig. Wir haben zu viele Fehler zugelassen, gerade bei den Gegentoren, aber das wird sich ändern. Dafür bin ich auch. Gibt es Fragen beim Trainer? Dann den Gästen an viel Erfolg gegen Berlin am Dienstag.